Ich begrüße euch heute zum digitalen Aktivisten. Den digitalen Aktivisten, der kümmert sich ja um das Thema digitale Freiheit. Wie befreien wir uns aus der Macht der Großkonzerne? Und es kam immer wieder mal die Frage auf, was ist denn eigentlich mit dem Wollafon? Könnt ihr das empfehlen? Könnt ihr es nicht empfehlen? Ich kann schon mal die gute Nachricht sagen. Also wir werden in Zukunft auch das Wollafon anbieten. Und weil es dazu viele Fragen gibt, freue ich mich, dass der Geschäftsführer, der Dr. Wurzer, heute Zeit hat. Herzlich willkommen, Herr Wurzer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, wir wollen es nicht zu lange machen, haben wir gesagt, so 45 Minuten. Ich hatte vorher im Kanal Digitaler Aktivist die Möglichkeit gegeben, viele Fragen einzustellen. Es sind ungefähr 15 Fragen rausgekommen. Und ich wünsche euch viel Freude jetzt bei diesem Interview. Ich hoffe, dass wir alle Fragen beantworten. Das wird ja darum gehen, welches Gerät ist das Richtige für mich? Soll ich lieber ein LinuxOS nehmen oder ein GrapheneOS oder eben ein Wollafon? Und da würde ich dann auch direkt das Wort an Sie übergeben, Herr Wurzer. Vielleicht können Sie uns mal aufklären, was ist denn der Unterschied von dem Wollafon zu den anderen Alternativen? Ja. Vielleicht ist es gut, zwei Dinge hervorzuheben. Einmal ist es das Benutzererlebnis. Die Benutzeroberfläche ist deutlich unterschieden. Wenn ich das Gerät starte, dann sieht es ziemlich minimalistisch aus. Man kann es hier sehen. Keine Sorge, man hat natürlich auch eine klassische Sicht mit Apps. Dieses Benutzererlebnis soll eine unmittelbare Bedienung ermöglichen, mir den Kopf frei halten, mich zu fokussieren. Denn ich habe festgestellt, dass Smartphone-Betriebssysteme viel Aufmerksamkeit und Zeit einfordern. Zweites Ding ist das Thema Sicherheit, Selbstbestimmung und Privatsphäre. Und da haben wir ganz spezielle Maßnahmen ergriffen, die unser Betriebssystem und unsere Smartphones damit auszeichnen. Mhm. Ich hatte jetzt ja auch schon den einen oder anderen Teilnehmer mit dem Wollafon-Gerät in unserer Schulung. Einfach deshalb, weil ja dann doch eben Fragen bei den Teilnehmern da sind. Wir gehen nachher ja noch in diesen ganzen Block Benutzerfreundlichkeit. Aber kann man so zusammenfassen, also beim LinuxOS und beim GrapheneOS muss ich mir ja ein Handy flashen. Bei Wollafon kann ich, soweit ich jetzt das verstanden habe, das direkt kaufen und ich bekomme direkt das Gerät von Ihnen. Ja, wenn man den Unterschied zu diesen beiden Betriebssystemen betrachtet, sind es die beiden Aspekte, nämlich die Art der Bedienung. Und was die Sicherheit angeht, haben wir einen Sicherheitsmodus. Vielleicht haben wir Zeit, darauf einzugehen, den es bei den anderen genannten Betriebssystemen nicht gibt. Und ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, dass wir Hersteller dieser Smartphones sind. Das heißt, wir haben auch vollumfänglich den Quellcode der Software, die auf den Geräten ist. Und wenn Sie ein Gerät selbst flashen, dann haben Sie meistens immer auch die unteren Ebenen, wie zum Beispiel die Gerätetreiber, die eben so sind, wie sie für die Geräte gemacht worden sind. Und wir als Hersteller können uns auch die Gerätetreiber und die unteren Ebenen des Betriebssystems genau anschauen und auch sicher und auch verändern, um sicherzustellen, dass die Privatsphäre oder auch die Datensicherheit gewährleistet ist. Man könnte auf der anderen Seite aber auch sagen, Sie können auch wieder Dinge einbauen, die eben nicht in Sache der Security dienen. Ja, das ist richtig. Habe ich mich dazu entschlossen, das Betriebssystem vollumfänglich offen zu legen auf GitHub. Also wer kann und will, kann sich das Betriebssystem auch selbst bauen oder auch verändern. Was wir aus lizenzrechtlichen Gründen nicht dürfen, ist den Quellcode von Gerätetreibern offen zu legen. Aber wir haben eben die Möglichkeit, die hat eben auch eine Huawei oder eine Xiaomi oder eine Samsung. Und wir haben die Möglichkeit, da hineinzuschauen. Und wir haben auch schon zum Beispiel den Aufruf von Baidu blockiert oder aus dieser Ebene herausgenommen. Mhm. Und also Linux lässt sich ja auf ganz vielen Telefonen installieren, also ungefähr 250. Wie sieht es denn da beim Wollafon aus?
Ja, Lineage OS lässt sich auch deshalb auf sehr vielen Telefonen installieren, weil Lineage OS eine sehr lebendige und große Open Source Community hat oder Developer Community, die sich diese Mühe machen. Denn es ist so, dass jedes Betriebssystem muss immer auf das jeweilige Smartphone angepasst werden. Unser Volla OS, das auf dem Open Source Android Open Source Project aufbaut, haben wir portiert auf unsere eigene Hardware. Da sind inzwischen 4 Modelle an dem Markt. 2 davon sind inzwischen ausverkauft. Also das heißt, es lässt sich auf insgesamt 4 Geräten installieren und die Geräte müsste man dann über Sie erwerben oder kann ich mir auch die, wer baut denn die Hardware da im Hintergrund? Was sind das denn für Telefone und über welche, sagen wir mal, Leistungsmerkmale verfügen die denn? Sind die eher Mittelklasse-Hardware? Sind das ganz schnelle Handys, Top-Handys? Was ist denn da so die Palette, die Sie anbieten? Das waren jetzt einige Fragen. Ich hoffe, ich bekomme sie zusammen. Also, ich glaube, die letzte Frage war, wer baut diese Geräte? Inzwischen gehen wir mit 3 Lieferanten ins Feld sozusagen. Aber der Hauptlieferanten auch bisher ist Gigaset Communications oder inzwischen Gigaset Technologies. Und hier haben wir den Vorteil, dass das Unternehmen in Kleinserien, das hat zu tun mit der bestimmten Fertigungsmethodik, für uns Smartphones produzieren kann. Und so kommen also diese Geräte aus Deutschland. Also in Bocholt werden sie produziert. Letzte Produktionsschritte finden bei uns am Standort in Remscheid statt. Und wir werden auch die Fertigungskapazitäten und Möglichkeiten bei uns ausbauen. Jetzt müssen wir noch mal helfen, was die anderen Fragen waren. Ja, die anderen waren, welche Modelle gibt's und sind es eher schnelle Telefone oder welche Hardware-Ausstattung haben die denn? Ich weiß, ja, man kann da vielleicht der Hinweis, man kann natürlich alle Details auf der Webseite finden, aber einfach, dass man so ein Gefühl kriegt. Es gibt ja viele Nutzer, die kommen von einem iPhone, die kommen von einem, sagen wir mal, Top-Smartphone. Die sind dann bei Lineage OS jetzt bei den Themen ein bisschen enttäuscht gewesen. Da haben sie sich irgend so ein Mittelklasse-Telefon geholt, weiß ich nicht, ein OnePlus 8T. Da haben sie gesagt, hier, Kamera funktioniert ja gar nicht gut. So wie bei meinem iPhone. Einfach, dass man es ein bisschen einordnen kann. Wie sind die Handys denn, die Sie da sich ausgesucht haben? Ja, man muss auch immer das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen, ne? Also wenn man ein iPhone für 1.600 Euro kauft oder sogar mehr, dann ist das auch etwas, was man für den Preis erwarten sollte. Ich habe mir genau überlegt, in welcher Preiskategorie ich Volaphones entwickle und verkaufe. Das ist das mittlere Preissegment. Und die Hardware ist ordentlich. Natürlich, wir haben 2020 begonnen. Wir verwenden MediaTek-Prozessoren. Und die Prozessoren haben sich natürlich verbessert. Der jüngste Gerät, das Volaphone X23, hat ein MediaTek G99-Prozessor. Es ist schon recht leistungsstark. G steht für Gaming. Mhm. Also das war die Zielgruppe, für die dieser Prozessor entwickelt wurde und hat die sogenannte Hyper-Engine-Technologie, um zusätzliche Performance zu geben. Aber es ist, was letztlich das Gefühl von der flüssigen Bedienung angeht, da gibt es natürlich viele Einflussfaktoren, auch das Betriebssystem selbst. Mhm. Also eher, ich würde es zusammenfassen, eher eine Mittelklasse-Hardware mit Kamera, die okay ist. 128 GB Speicher wahrscheinlich oder 256, ich weiß es nicht, oder beide. Ja, also wir haben in dem Volaphone X23 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internen Speicher. Diesen internen Speicher gibt es auch bei dem Volaphone 22. Man muss dazu sagen, wir haben immer 2 Geräte, die wir so aktuell anbieten, ein Flaggschiff-Modell und eine robuste Version, also eins, was schön hübsch glänzend, Payano-Optik, und das andere hier, was robust ist, wo man auch, was mal hinfallen kann und ins Wasser fallen kann. So, und es ist in der Tat Mittelklasse, aber gute Mittelklasse, das sieht man schon am Preis. Und Spoiler-Alarm, wir werden demnächst auch etwas höherklassiges anbieten und das wird die Community auch sehr erfreuen. Ich hatte mir jetzt die letzten Updates draufgespielt auf das Handy und habe gesehen, da ist noch Android 13 drauf. Aktuell ist ja Android 14, ich glaube, seit einem halben Jahr.
Woran hängt es, dass das Wall of War noch nicht auf Android 14 ist? Ja, wir machen die Schritte alle nach und nach. Und ich bin eigentlich ein bisschen stolz, dass wir mit diesem kleinen Team es so weit gebracht haben, dass wir jetzt auch monatlich Updates zur Verfügung stellen. Mhm. Also das WallOS 14 ist in Vorbereitung und in den internen Test bereits. Aber muss ja auch, ja, also das nimmt so seinen Weg und bald ist auch WallOS 14 dann bereit. Ja, also kann man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, ob es, also es ist ja auf GitHub verfügbar und ich glaube, GitHub könnte auch jeder mitentwickeln, der es schneller haben will, weil Open Source ist ja, sind ja immer auch Mitmachprojekte, wo jeder mitarbeiten kann. Ja, natürlich. Also wir laden Leute, es gibt verschiedene Projekte, wo wir auch explizit einladen, wie zum Beispiel ein Aspekt des Sicherheitsmodus. Und jeder kann sich das Gerät auch bauen. Ihre Frage eben, läuft auf anderen Geräten? Wenn jemand kann, kann sich das Betriebssystem natürlich auch für andere Geräte bauen, für den für die eigene Verwendung. Mhm. Also das ist klar. Also, aber ich glaube, unsere Ingenieure sind jetzt bald dabei. Wichtig ist, noch viel wichtiger, wenn wir über Sicherheit sprechen, ist, dass die Sicherheitsupdates dann auch monatlich kommen. Und da bin ich froh, dass wir das auch erreicht haben. Mhm. Ich würde gerne noch mal in den Blog vielleicht mit Open Source einsteigen und da auch einfach zusammenfassen, ob ich es richtig verstanden habe. Also Sie hatten gesagt, der größte Teil ist, oder eigentlich 100% des Betriebssystems sind Open Source. Nur die Modemtreiber und einige technische Komponenten dürfen Sie aus lizenzrechtlichen Gründen nicht veröffentlichen. Aber das ist ja bei GrapheneOS und bei LinuxOS auch nicht anders. Hm. Das ist richtig. Also das hat, wir haben ja sehr viele Komponenten bei einem Smartphone. Und Sie sind ja Informatiker. Sie wissen, dass ein Smartphone ist viel komplexer als ein PC. Da haben wir den Kernel, den Kern des Betriebssystems, der muss veröffentlicht werden. Das muss auch eine Samsung, weil das ein Linux-Kernel ist. Und dann haben wir in der Tat das Vendor-Image, also die Gerätetreiber und diese Dinge. Die sind meistens dann von dem Board-Vendor oder SoC-Vendor bereitgestellt und sind nicht quelloffen. Aber wir haben sozusagen den Source Code, was ich für einen Vorteil halte. Und alles, was darüber ist, ist quelloffen und überprüfbar, nachbaubar. Also das ist transparent. Mhm. Jetzt hatte mir jemand geschrieben, ich hatte es mal und habe es wieder abgegeben. Es war zu langsam. Warum ist das so? Das weiß man natürlich nicht, was er mit dem Gerät gemacht hat und mit welchem Gerät er gearbeitet hat. Wie gesagt, also die Chipsets haben sich weiterentwickelt. Und ich glaube, dass wir mit dem Helium G85 Prozessor und G99, das sind die Geräte, die aktuell auch verfügbar sind oder bestellbar sind, diese Gaming-Prozessor-Generation von MediaTek im Einsatz haben, die recht flott ist. Natürlich sind wir eingestiegen mit dem Helio P82-Prozessor, wenn ich jetzt richtig bin, also die P-Serie. Natürlich war die langsamer als das, was wir heute haben. Mhm. Also ich kann dazu sagen, ich verwende es ja auch im Alltagsbetrieb. Also ich habe das X23, das ist, glaube ich, das Top-Modell sozusagen im Moment. Also ich finde, es reagiert wunderbar flüssig und kann es nicht nachvollziehen. Aber man kann sich natürlich auch auf einem freien Telefon so viele Apps installieren und Dinge installieren, dass das Telefon am Ende wieder langsam wird. Das muss man sagen, das geht. Also man hat den Vorteil, dass natürlich diese ganze Bloatware, die sie es nennen, diese ganzen Apps, die bei den Google-Handys da vorinstalliert sind, dass die schon mal wegfallen. Deshalb braucht man generell weniger Leistung im Telefon. Aber man kann natürlich über die, man hat ja die Freiheit, auf dem Telefon alles zu installieren. Dafür, guter Punkt. Also wir hatten nämlich tatsächlich so einen Kundendienstfall. Wir waren am Dialog, der war unzufrieden. Und habe ich gesagt, wie viele Apps sind installiert? Da sagte er, ja, 260. Dann habe ich gesagt, okay, dann kommt das Gerät auch an die Grenzen. Ich habe aber einen Tipp für diejenigen, die viel verwenden. In unserem Sicherheitsmodus, den man aktivieren kann,
kann man auch dafür verwenden, dass man Apps, die man seltener benutzt, blockiert. Die erscheinen dann auch nicht in der App-Übersicht und machen das Gerät viel leichtgewichtiger, weil die ganzen Hintergrundprozesse nicht laufen und man spart sogar noch Batterie. Ich würde am Ende noch mal auf diesen Sicherheitsmodus kommen, dass wir uns da ein bisschen Zeit nehmen. Also das Besondere beim digitalen Aktivisten ist ja, dass wir auf unserer Webseite digitaleraktivist.de komplette Anleitungsvideos zur Verfügung stellen. Und mir war es immer wichtig, ich komme ja aus dem Apple-Universum. Apple macht ja wirklich gute und bedienerfreundliche Produkte, ist aber auch mit in die Überwachung jetzt mit eingestiegen. Bei mir selbst war es ja so, dass 2020 Videos von meinem Telefon geschwärzt waren und Bilder verschwunden sind von den Demonstrationen. Das war dann für mich so der Anlass zu sagen, okay, da passiert etwas. Die Großkonzerne arbeiten da im Hintergrund an Themen, an denen ich nicht mitwirken will. Und so habe ich mich ja auf den Weg gemacht. Und wir haben aber natürlich viele Menschen, die gar keine IT-Erfahrung haben. Für die gibt es die Schulung vom digitalen Aktivisten. Und die Idee ist dort eigentlich zu sagen, wenn die Menschen abends heimgehen, haben sie ein komplett fertig eingerichtetes Gerät mit allen Daten migriert, das heißt mit den Kontakten migriert, mit den E-Mail-Adressen eingerichtet und so weiter. Und jetzt ist die Frage, gibt es denn, oder sagen immer viele, ja, ihr müsst es noch viel einfacher machen. Bei Google gibt es doch auch so einen Migrationsmanager, wenn ich ein neues Telefon kaufe, dann lege ich mein neues Telefon nur nebendran. Wie sieht es denn bei Vodafone aus? Gibt es da sowas? Gibt es so eine, ich drücke einen Button und dann kommen alle meine alten Sachen rüber? Oder? Ja, ich muss sagen, ich bin stolz auf dieses kleine Team, was wir haben, was wir bisher erreicht haben. Aber wir haben noch ein großes Stück Weg vor uns. Und Bedienerfreundlichkeit hat viele Aspekte. Sie haben jetzt einen Aspekt der Datenmigration angesprochen. Was wir verwenden oder anbieten, ist Seed Vault. Ich glaube, das setzt auch Lineage OS ein. Damit kann ich ein Backup machen. Und ich kann es auch damit, wenn ich das Gerät wechsle, dann meine Daten und Einstellungen aus dem Vorgängergerät dann aufspielen. Wenn ich von einem iPhone komme, dann habe ich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine FAQ-Seite auf unserer Webseite, wo wir ein paar Hinweise geben, wie Dateien oder überspielt werden. Ich kann mir natürlich auch wieder die iCloud-Apps, die es im Google Play Store gibt, installieren und kann mir da wieder die Konnektivität oder die Daten holen. Aber wollen wir gerade nicht. Also das wollen Sie gerade nicht. Ja. Da gibt es aber dann sehr schöne Möglichkeiten, Daten zum Beispiel Kontakte rüberzuholen und natürlich Musik und alle die Dinge, die man vielleicht vorher auf seinem iPhone hatte. Also das ist eben dieser größte Teil, wo ich sehe, da gibt es relativ viel Schulungsbedarf. Gibt es denn von Vodafone da Schulungsvideos dazu? Ich habe vorhin mal kurz einen YouTube-Kanal geguckt, vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt. Da habe ich wenig gefunden. Ja, ich würde auch sagen, die schlichte Antwort ist zu wenig. Und das muss sich einfach entwickeln. Ja. Man muss vielleicht noch mal ein bisschen zum Kontext sagen, die Vola-Systeme ist ein Unternehmen, was 100% in meiner Holding gehört und die gehört auch mir zu 100%. Und ich habe mich diesmal entschlossen, das ist nicht mein erstes Unternehmen, komplett ohne Venture Capital das aufzubauen, um unabhängig zu sein und zu bleiben. Ich glaube, Sie verstehen das, Sie sind ja auch Unternehmer. Und es macht nicht immer Spaß mit Venture Capital. So, und es geht mir auch langfristig darum, das Versprechen, was wir machen, einzuhalten. Und das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und so entwickeln sich verschiedene Dinge. Was haben wir an Anleitungen? Wir haben die FAQ-Seite. Wir haben auf GitHub, das sollten wir eigentlich mal auf unsere Homepage ziehen, auch eine Einleitung zu dem Bedienungskonzept des Sprungbretts, so nennen wir das. Der zentrale Ausgangspunkt zu den wichtigsten Alltagsfunktionen. Und wir haben in dem Download-Bereich, das ist vielleicht gar nicht so falsch, das vorzuschlagen, ein Flyer mit 12 Hinweisen zur mobilen Sicherheit. Das sind sehr triviale Dinge,
Die kann man auch auf allen Smartphones anwenden. Aber ich finde es wichtig, das auch ganz normalen Konsumenten ohne technische Erfahrung näher zu bringen. Das machen Sie sicherlich viel besser in Ihren Seminaren, aber einfach mal so als Hinweis. Ja, die Idee ist ja nicht, dass wir Seminare machen oder dass ich meine Lebenszeit mit Seminaren verbringe, sondern wir haben gestartet, weil wir die Notwendigkeit, weil wir gesehen haben, viele tun sich einfach schwer damit. Deshalb haben wir das gestartet. Die Idee ist ja zu sagen, solange es diese Lücke noch gibt zwischen, nenne ich jetzt mal, Bedienerfreundlichkeit oder Migrationsfreundlichkeit, darum geht es ja eigentlich. Es macht ja kein Hersteller, es dem Kunden einfach aus dem Ökosystem auszusteigen. Ich hatte jetzt jemanden gerade, der verwendet einen Samsung Passwort Manager. Da kann man nicht mal die Passwörter exportieren, sondern die kann man dann abtippen. Das macht es natürlich dem Kunden besonders schwierig, dann das Telefon zu wechseln. Also die große Einrichtung, die man hat bei so einem Telefon, sind am Ende die Kontakte, dann sind es die E-Mail-Adressen, wenn man dann noch E-Mail braucht, dann ist es wahrscheinlich Telegram und Signal. Ich habe jetzt das Telefon hier am Einsatz, habe gesehen, da ist ja dieser F-Droid-Store automatisch drauf, aus dem man Apps beziehen kann. Und dann gibt es den Aurora-Store. Der Aurora-Store ist ein anonymer Zugriff auf den Google-Store. Also da kann man relativ schnell sich die Anwendung runterladen, wenn man denn weiß, wie sie heißen. Das ist ja die große Herausforderung. Und deshalb haben wir uns ja die Mühe gemacht, auf der Webseite vom digitalen Aktivisten dann zu sagen, welche App kann ich denn nehmen, zum Beispiel zur Navigation, oder welche Kommunikations-Apps nehme ich, wie kann ich denn ein Word-Dokument auf so einem Telefon öffnen. All diese Dinge. Sie sprechen da gute Sachen an. Also das ist nämlich so, wir haben versucht, das nicht zu voll zu machen, das Smartphone mit vorinstallierter Software, aber für grundlegende Anwendung, dass wir da eine Auswahl kuratierter, quelloffener Apps haben. Sie erwähnten F-Droid, Aurora. Wir haben Mail-Client, da können Sie natürlich sofort Ihren Mail-Kontos dort mit einrichten. Wir haben DuffX, also eine Synchronisationssoftware für Ihre Kalender und Kontakte, wenn Sie das irgendwo von einem Dienstleister verwaltet haben. Und auch zum Beispiel eine Navigations-App, wo wir sagen, die kann Offline-Karten und ist auch datenschutzfreundlich. Ah, welche empfehlen Sie da? Vielleicht nehmen wir haben vorinstalliert ist OSM End. Okay. Das ist, wie heißt das, OpenStreetMap. Ja. Und man kann sich dort das Kartenmaterial herunterladen und man hat auch eine Stimme. Das ist ja übrigens auch nach und nach sowas, was nachgekommen ist. Inzwischen machen wir Sprachsynthese und Spracherkennung, sind auch vertraulich auf dem Gerät. Genau, also wir empfehlen gerade nicht das OSM, sondern das Magic Earth, weil da die, also OSM hatte lange Zeit keine Stimme, wenn es jetzt eine hat. Und auch Turn-to-Turn-Navigation kann dann. Also auch das ist Open Source. Ne? Es entwickelt sich weiter in dem Tempo, in dem die Entwickler dran arbeiten. Open Source heißt ja, dass viele Menschen sich einfach in ihrer Freizeit hinsetzen und Software entwickeln, weil sie sagen, entweder ich möchte datenschutzfreundlichere Software haben oder mir gefällt eben die Software nicht, die Google oder Apple macht. Ich baue was Besseres. Das sind ja so die beiden Motive. Und da entsteht viel. Open Source heißt auch, dass man diese Software am besten finanziell unterstützt. Das heißt, wenn es gute Entwickler gibt. Wir sind ja beide in dem Alter, Herr Wurzer, wir erinnern uns noch, früher hat man noch Software direkt beim Entwickler gekauft. Durch die Ökosysteme von Google, also den Google Store und den Apple Store. Und die Unart, dass man es geschafft hat zu sagen, Software ist erstmal kostenlos, hat man es natürlich geschafft, die Softwareentwickler oder den Markt für Softwareentwickler kaputt zu machen. Und das kann freie und offene Software leisten, aber natürlich müssen die Entwickler auch eine Perspektive haben. Entweder entwickeln sie die App natürlich nur für sich, aber wenn man an einem größeren System installiert ist, Softwareentwicklung ist ja ein sehr komplexes Feld. Das heißt, ich muss von der Spezifikation, User Interface, Entwicklung, Testing, bis hin eben dann vielleicht Anpassung auf verschiedene Größen, alles machen. Das wissen ja gar nicht, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. Und deshalb ist es wichtig, auch diese freie Community zu unterstützen. Ich habe es so vernommen,
würde ich jetzt zusammenfassen, also das, also wenn ich jetzt von dem Schulungsgedanken ausgehe, also es können ganz viele sicherlich alleine mit dem Telefon auch starten und können sich dann zum Beispiel über die Videos vom digitalen Aktivisten, über die Schulungsvideos auf der Wollafon-Seite oder über die FAQs da selbst durcharbeiten. Aber sag mal, jemand, der ein Anfänger ist, der wird wahrscheinlich bei beiden Systemen bei einer Schulung nicht drumherum kommen, weil also ein WebDAV-Synchronisation einrichten, das sind wahrscheinlich die meisten schon ausgestiegen, die wissen meistens gar nicht, wo ihre Daten liegen. Von daher, also ich habe die Erfahrung gemacht, egal mit welchem System man kommt, also die Fragen sind am Ende beim Einrichten des neuen Telefons immer die gleichen, nämlich wie mache ich mein Backup, wie komme ich an meine Kontakte, wie komme ich an meine Kalendereinträge, wie komme ich an meine Fotos, welche Banking-Apps funktionieren? Vielleicht können Sie dazu was sagen. Ich vermute aber, dass es auch... Ja, nochmal zum Thema auch Einführung in das Gerät. Es kommt auch immer darauf an, was will man mit dem Gerät machen. Ich denke, wenn jemand grundlegende Funktionen nutzt, dann geht das recht fix, sage ich mal. Wir haben auch, wenn man das Gerät zum ersten Mal anmacht, gibt es eine kleine... eine kleine Führung zu den wichtigsten Funktionen, um diese auch kennenzulernen. Manche, die für Android neu sind, denen empfehlen wir auch schon mal, ein Buch über Android zu kaufen. Auf unserer FAQ-Seite sind Themen wie zum Beispiel, wie kann ich mein Adressbuch übertragen, behandelt. Und wir bieten dann auch an, dass unser Kundendienst gerne auf Antworten eingeht und dann auch schon mal eine Videokonferenz 1:1 mit dem Kunden macht, um die eine oder andere Frage zu klären. Also da sind wir bereit. Und jetzt war die letzte Frage, was haben Sie mir noch gesagt? Die Banking-Apps. Banking-Apps, ja, Verzeihung. Und es gibt verschiedene Banking, wir können nicht alle Banking-Apps testen. Was wir gemacht haben, war Deutsche Bank, Volksbank, Sparkasse, ich glaube ING, DiBa, das funktioniert alles. Aber das ist eine gute Frage, weil es gibt manche Apps, die sind auf Google Play-Dienste angewiesen. Was macht man dann? Und dann haben wir die Möglichkeit angeboten, optional ein Substitut, also eine Alternative, nämlich Micro-G, zu aktivieren für diesen Fall, dass einige Apps Google Play-Dienste unbedingt benötigen. Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal auf den Sicherheitsmodus, wie man damit umgeht. Ich habe auch, das klingt manchmal ganz triviale Apps, ich komme nicht mehr in die Gewerbeimmobilie rein, ohne eine App zu verwenden, die unbedingt Google Play-Dienste verwendet. Und für solche Zwecke haben wir dann das optionale Micro-G. Das ist eben das Substitut für Google Play-Dienste. Man ist dann mit Google verbunden, aber ich lasse jetzt mal hier an dieser Stelle, ja, Banking-Apps lassen sich, oder auch andere Apps lassen sich verwenden, selbst wenn Google Play-Dienste Voraussetzung sind. Also wir würden natürlich das G-Apps nie installieren, weil wir wollen ja ein datenfreundliches Handy machen. Die Empfehlung ist ja auch, oder zu überlegen, brauche ich diese App überhaupt noch auf dem Handy und muss ich das Online-Banking unbedingt auf dem Handy machen? Aber das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden oder soll auch jeder für sich selbst entscheiden. Und wir wissen ja auch, das Bankensystem steht vor einem großen Umbruch. Da gibt es ja auch neue und modernere Alternativen. Ja, wir haben eben gesagt, wie gehen wir damit um, dass manche Leute für Studium oder für einen Beruf auf manche Apps, und seien sie noch so trivial, angewiesen sind. Und deswegen haben wir es gesagt, wir wollen das tatsächlich nicht so machen, dass immer Micro-G mitläuft, sondern man kann es optional aktivieren, was den verschiedenen Vorteil hat. Zum Beispiel in Dänemark kommen die Leute leider nicht mehr ohne die Mit-ID-App aus. Das ist so eine digitale Identität, um irgendwelche Geschäfte abzuschließen. So, und mit dem Sicherheitsmodus kann man das so machen, dass man diese Apps einschließlich diese Verbindung zu Google über Micro-G nur zu dem Zeitpunkt freischaltet, wo man diese App wirklich nutzt. Und dann aktiviert man wieder den Sicherheitsmodus und alles ist blockiert, so als wären sie nicht installiert. Das ist so der beste Kompromiss, wenn jemand angewiesen ist darauf. Also es ist so, wenn man es nicht muss, ist es noch besser, wie Sie sagen, ne? Ja. Und jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, diesen Sicherheitsmodus, das ist jetzt ein spezielles Feature von Vodafone.
Vielleicht können wir da mal kurz durchgehen. Wie kann ich denn, also was kann er denn und wie kann ich den denn aktivieren? Weil ich sitze tatsächlich auch gerade hier mit meinem Telefon und nutze jetzt gerne das Interview, um noch was zu lernen. Ja, sehr schön, sehr schön. Also erstmal konfiguriert man ihn in den Systemeinstellungen unter System. Und lassen Sie mal schauen, ob ich es direkt finde. Das ist dann hier unter Sicherheit und Sicherheitsmodus. Genau. Und da... Also es ist nicht der Mehrbenutzermodus. Das ist was anderes, oder? Das ist Sicherheitsmodus. Ja, steht da hier. Sicherheitsmodus sehe ich da, genau. So, und ich muss ihn jetzt erstmal deaktivieren, um ihn zu konfigurieren zu können. Ja, ich habe ihn auch hier offen. Also wir müssen nicht so im Detail durchgehen. Ach so, okay. Also meins ist jetzt auch in Englisch. Muss gerade mal gucken, dass die Kamera okay. Also das sehe ich jetzt. Man kann dann verhindern, dass neue Apps installiert werden. Ja, ich lasse den kurz zusammenfassen. Also man aktiviert ihn hier über die Einstellung des Sprungbretts, dann damit es ganz schnell geht im Alltag. Und in den Einstellungen kann man im Wesentlichen drei Dinge machen. Erstens, man kann Apps auf eine Liste setzen, die komplett blockiert sind, wenn der Sicherheitsmodus aktiviert ist. Das bedeutet, das ist so, als wären sie nicht installiert, einschließlich der Hintergrundprozesse, darauf kommt es an. Mhm. Also, dass man irgendeinen Messenger unbedingt benutzen muss, aber man will nicht, dass der immer im Hintergrund mitläuft. Mhm. Dann kann man den auf die Liste setzen und er wird blockiert. Zweitens, es gibt eine Ausschluss- und Einschlussliste, also Blacklist oder Whitelist, von Domänen, die systemweit blockiert werden, wenn der Sicherheitsmodus oder zugelassen werden, wenn der Sicherheitsmodus aktiviert wird. Dann, das heißt, man kann Apps vielleicht installieren, die irgendeinen Tracker, das ist jetzt Fachchinesisch, also die irgendwelche Software enthält, die eben Daten sammelt und verschickt, die kann man blockieren, sodass die keine Gelegenheit haben, ihre Telemetriedaten oder andere Informationen zu verschicken. Das würde dann blockiert. Und das Dritte ist, dass man einige Apps verwendet, die dann zwar sichtbar sind, aber sie haben keine Internetverbindung mehr. Zum Beispiel, Sie hatten eben tatsächlich Word, Excel, PowerPoint erwähnt. Da weiß man ja, dass diese Apps nicht nur Telemetriedaten, sondern auch Inhalte senden, die von Microsoft ausgewertet werden. Und dann kann man die hier mit gutem Gewissen nutzen und die haben gar keine Chance mehr, mit dem Internet Kontakt aufzunehmen, sondern man kann zum Beispiel seine PowerPoint-App drauf haben, um irgendwo zu präsentieren. Das ist der Sicherheitsmodus. Zusätzlich kann man noch die Aktivierung kombinieren mit der Aktivierung von MicroG mit dem Szenario, was ich eben sagte. Das habe ich gesehen. Und das ist wirklich ein Feature, ein Alleinstellungsmerkmal von Wollaphone oder ist das eine Komponente? Genau. Also es gibt von Wollaphone? Ja. Ja. Mhm. Und natürlich dann auch quelloffen zur Verfügung gestellt. Sonst muss man, es gibt solche Firewalls auch auf unterer Betriebssystemebene. Dann muss man aber sein Gerät routen. Also Sie wissen, was das ist. Und davon rate ich dringend ab, weil man damit Sicherheitslücken Tür und Tor öffnet. Und da hat man hier im Betriebssystem eingebettet diese Firewall auf unterer Ebene. Ich wollte nur noch mal richtig stellen. Ich habe gesagt, man kann Word, Excel und PowerPoint-Dokumente auch auf dem Freiheitshandy oder auf dem Wollaphone öffnen, aber wir würden natürlich nicht mehr Word oder Excel oder PowerPoint installieren, sondern es gibt ja eine große Open-Source-Community. Das Produkt, was wir getestet haben, ist OnlyOffice, ist Open-Source, kann wunderbar mit diesen ganzen Dateitypen umgehen und wie Sie es auch gesagt haben, also man weiß ja nicht, was Microsoft da alles macht im Hintergrund. Es nimmt ja immer absurdere Züge an, auch mit Windows. Das heißt, von daher, also es gibt eigentlich für alles inzwischen gute und freie Alternativen. Man muss sie nur finden und man muss sich die Mühe machen, eben mal eine halbe Stunde vielleicht sich mit dem neuen Look und viel auseinanderzusetzen. Und dann wird man mit Open Source Software auch sehr weit kommen und glücklich. Ja, Sie haben schon Sie sprechen die richtigen Themen an, auch Komfort, Einfachheit. Und weil die iCloud sozusagen man vielleicht nicht mehr verwenden will und die Google Cloud, wir arbeiten da etwas, was wir Mitte Juni vorstellen werden. Also das wird dann nochmal richtig spannend, weil ich genau in diese Richtung gehen will, dass ich den Komfort eigentlich
auch unseren Kunden bieten möchte, die andere von Apple gewohnt sind. Ja, sehr schön. Es wächst immer weiter. Ich habe vorhin bei der Installation und beim Update draufspielen gesehen, es gibt einen Dienst oder es sind zwei VPN-Dienste auf dem Telefon drauf. Der eine heißt Proton und der andere heißt VPN Hide Me, glaube ich. Ich bin kein Fan von Proton, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach deshalb, weil Proton auch schon wieder so ein Konglomerat an Diensten anbietet aus E-Mail, Passwortmanager, Kalender, VPN. Ich will ja nicht von Google, sag ich mal, zum nächsten Konzern wechseln. Da sind wir beim Thema. Also Proton ist bei uns auch nicht vorinstalliert, das muss ein Kollege gemacht haben von Ihnen. Okay, gut. Oder vielleicht habe ich ein Testgerät gehabt, ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, ja, genau. Okay. Also das ist, ja, also. Freue ich mich über Ihren Dienst zu hören. Wer steckt denn da dahinter? Also halt mich. Was kostet es? Kann man es einfach so nutzen? Das sind alles die richtigen Fragen. Wir dachten auch, wir wollen den Leuten natürlich die Einschaltungsfreiheit in allem bieten. Wenn man will, kann man auch eine WhatsApp oder eine Facebook oder eine TikTok ganz brutal auf dem Wonderphone installieren. Wir wollen den Leuten nichts vorschreiben. Jeder ist für sich entscheidet. Aber wir sagen, ich denke, es ist wichtig, aber jeder kann auch einen beliebigen VPN installieren. Aber ich denke, es ist wichtig, einen Vorschlag zu machen, der geprüft ist von uns, weil viele nicht wissen, dass es VPN gibt, und dann ist die Qual der Wahl. Und ich habe mich für HideMe entschieden, weil das Unternehmen an einem Standort ist, wo es keine Gesetzgebung gibt, Internetaktivitäten zu protokollieren. Das wäre bei einem VPN-Dienstleister, der in Europa, USA sitzt, von Russland und China müssen wir nicht reden, die Pflicht. So, und das heißt, das ist ein logfreies VPN. Also erstmal VPN baut ja sozusagen Internetaktivitäten oder stellt Internetverbindungen auf über einen Dienstleister, sodass die Gegenstelle nicht mehr genau weiß, woher sozusagen jemand die Internetseite aufruft. Und man ist sozusagen geschützt vor dem Einblick des Internetdienstleisters, welche Internetseiten ich aufrufe. Und der HideMe-Dienstleister kann garantieren oder macht keine Logs, also er protokolliert nichts. Und deswegen ist auch keine Spuren beim VPN-Dienstleister. Der zweite Vorteil ist, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Das machen sie natürlich alle. Aber HideMe verwendet ein erweitertes WireGuard-Protokoll, was ursprünglich gar nicht für Verschlüsselung für diesen Zweck entwickelt worden ist. Aber mit der Erweiterung ist das sehr nützlich, denn da werden die Schlüssel bei jedem Verbindungsaufbau neu ausgeteilt. Das ist vielleicht jetzt auch fachchinesisch, Sie wissen das, also Man-in-the-Middle-Attacken werden damit nicht mehr möglich, weil der Schlüssel immer neu ausgetauscht ist. Man muss sich das so vorstellen, man würde immer einen neuen Haustürschlüssel bekommen, wenn man sozusagen diese Verbindung aufbaut, sodass da nicht jemand Falsches mithören oder mitlesen kann. Das Ganze ist kostenlos, ja, aber der kann diesen Dienst überhaupt anbieten, weil es auch kostenpflichtig ist. Bei dem kostenpflichtigen Dienst, da ist es so, dass man dann bis zu 10 Geräte gleichzeitig diesen VPN-Dienst nutzen kann. Also zum Beispiel die ganze kleine Firma oder die ganze Familie und so etwas. Und man hat noch mehr Einwahlpunkte. Das ist ja auch so ein Thema bei VPN, dass man durch die Einwahlpunkte maskieren kann, wo man ist. Sie hatten noch gesagt vorhin, er sitzt in einem Land, wo keine Internetregulierung stattfindet. Welches Land ist das? Die haben ihren Firmensitz in Malaysia. In Malaysia. Und da ist noch relativ frei? Da gibt es keine Gesetzgebung. Also Malaysia ist vielleicht nicht die erste Wahl in persönlicher Freiheit. Aber es gibt keine Gesetzgebung, die es den Internetdienstleistern vorschreiben würde, die Internetaktivitäten zu protokollieren. Von daher ist das die beste Wahl. Und in den Einwahlknoten, die es überall in der Welt gibt, haben die das so gemacht, dass dort keine Daten vorgehalten werden, sondern nur in Memory. Das heißt, selbst wenn jemand dort einbricht, würde jemand dort nicht viel finden, um sich vielleicht dann als Man in the Middle mitlesen zu wollen. Ja, prima, super. Also wir werden auf jeden Fall das Gerät jetzt mit aufnehmen. Wir werden es auch für unsere Schulung
anbieten. Ich glaube, es ist tatsächlich egal, mit welchem Gerät man startet. Die Installationsvideos und die vorgeschlagenen Apps, wo wir ja Videos dazu gemacht haben, die kann man auf jedem Android-Handy verwenden. Ich habe heute wieder was gelernt über einen neuen VPN-Dienst. Hide.me heißt er, richtig? Genau. Den man auch verwenden, den kann man ja auch nicht nur auf Vodafone verwenden, sondern den kann man auch überall verwenden, ne? Wenn man sich Alternativen zu Proton überlegen möchte oder auch zu anderen Angeboten, gibt ja da auch leider ganz viel Dunkelheit in dem Thema, wo ganz viel teures Geld verdient wird. Deshalb, ja, so wie Sie es gesagt haben, wir schreiben natürlich niemandem vor, was er sich auf seinem Telefon installiert, aber wir geben schon auch klare Empfehlungen an, ab, was macht Sinn und was macht vielleicht weniger Sinn. Mhm. Weil doch viele auch aus einer Not heraus dann, weil sie einfach das Wissen noch nicht haben, dann eben doch wieder zum Nächstbesten greifen, was halt am meisten Werbung ausschaltet. Für mich ist ja immer, wenn jemand viel Werbung macht, schon mal der Indikator dafür, dass ich dieses Produkt nicht verwenden werde. Weil ich hoffe, wir kommen zu diesem Punkt, dass wir mehr Geld für Werbung haben. Ja. Nein, aber ich will nur sagen, wenn hinter jedem YouTube-Video dann irgendwie ein Werbeclip für NordVPN steckt, was mich dann 10 Euro im Monat kostet, dann muss ich mir doch wieder überlegen, besser sind eben diese kleineren Dienste, die auch ein bisschen vielleicht weniger angreifbar sind oder wo Menschen mit viel Herzblut natürlich im Hintergrund stecken, was noch nicht so Konzernstrukturen wieder hat. Was ich ganz interessant fand, ich habe auf der Webseite gesehen, dass demnächst auch ein Tablet kommt, weil da gibt es tatsächlich eine rege Nachfrage, auch in unseren Schulungen werden wir immer wieder gefragt. Da ist es so, dass LineageOS ganz wenige Tablets, sage ich mal, unterstützt und dass es auch ganz wenig Hardware gibt, die dann State of the Art ist. Was dürfen wir denn erwarten? Ein Tablet auch eher der Pro-Klasse. Das heißt nicht, dass es nur, dass es beruflich verwendet wird, aber es ist ein sehr schönes mit 12,7 Zoll Diagonale, ist dennoch sehr, sehr dünn, sehr leicht und hat auch den sehr leistungsstarken G99 Prozessor drin, allerdings dann mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 intern verbaut. Ja, und da lässt sich eine Tastatur anstecken, sodass man auch produktiv arbeiten. Man kann es sozusagen produktiv verwenden als Laptop. Man kann es auf dem Sofa sitzen oder man kann es in Universität mit Stiftbedienung verwenden. Und wir haben eine Besonderheit, da wird, glaube ich, das Tablet auch glänzen. Es gibt nämlich eine Ubuntu Touch-Variante und wir haben die Multiboot-Funktion, die es sonst nicht gibt. Da kann man nämlich zwei Betriebssysteme gleichzeitig drauf verwenden und installieren. Und Ubuntu Touch bei diesem Tablet, da kann man es dann als Linux-Laptop verwenden. Und man hat zusätzlich noch die Mobilfunkverbindung, weil zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte plus Speicherkarte dann verwendet werden kann. Ja, wo wird es preislich liegen ungefähr? Ja, im Moment ist es noch günstig, weil wir so im Vorverkauf sind. Kickstarter-Kampagne war sehr erfolgreich. Dann jetzt ist die Indiegogo-Kampagne gestartet oder man kann es auch vorbestellen mit 10% Rabatt. Und das ist, sonst liegt es preislich bei 698. Also schon, glaube ich, ganz ordentlich, wenn man vergleicht, dass Geräte in dieser Größenordnung über 1000 Euro kosten von Samsung. Gar nicht zu reden von einem iPad Pro. Ja. Und ab wann wird es verfügbar sein? Also wir hoffen, dass wir es versenden können im Oktober diesen Jahres. Wir finalisieren gerade noch die Hardware und das verschiedene Zubehör, was da kommt. Also so Größenordnung Oktober, dann werden wir es verschicken. Und ich habe gerade gesehen, also auf der Webseite gibt es zwei Produkte, VolaOS, Ubuntu Touch. Ich muss mich aber nicht für immer entscheiden, sondern wenn ich dann zwischen den Systemen wechseln will, habe ich jetzt so verstanden, dann kann ich auch jederzeit hin und her. Das ist auch die gute Botschaft nochmal für Open Source. Wir laden andere ein, die andere quelloffene Betriebssysteme für die Multiboot-Funktion zur Verfügung zu stellen. Damit können wir natürlich auch fleißige Entwickler oder Entwicklungscommunities pushen, dass man ein anderes Betriebssystem wie eine App installiert
und nicht nur, dass Leute mit einer technischen Ausbildung es flashen müssen, wie Sie sagen, also bestimmte Werkzeuge und Wissen brauchen, um ein alternatives System auf ein Gerät zu bringen. Und Hardware ist auch von Gigaset, also Gigaset war ja früher Siemens, habe ich vergessen vorhin zu erwähnen. Ist auch von Siemens dann oder von Ex-Siemens? Nee, das kommt von einem anderen Lieferanten, der auf, das ist dann schon, wir sind in der Lieferkette, haben wir ein bisschen verkürzt, gehen weiter zurück, sodass wir das aufteilen, dass wir die letzten Produktionsschritte jetzt bei uns in Remscheid sogar machen. Ja. Und wir suchen übrigens Personal im Kundendienst, darf man vielleicht auch hier mal sagen. Na klar, gerne. Und also wer sich bewerben will, bitte. Ja, aber die Frage haben Sie jetzt nicht beantwortet, wer steckt dahinter? Das ist ein anderer Lieferant, der mit einer eigenen Marke nicht auf dem Markt auftritt. Aha, sondern also es ist praktisch OEM nennt man das im Hintergrund dann, ne? Ja, genau. Ein OEM, den wir haben, auch aus Asien. Und der das sozusagen, wo Komponenten vorgefertigt werden, wo es vorgefertigt wird. Und ähnlich wie das, wir haben sozusagen das, was Gigaset macht, das werden wir nach und nach hier auch aufbauen, hier in Deutschland für Tablets. Denn Tablets ist nicht das Geschäft von Gigaset. Sie hatten es mal in der Vergangenheit versucht und dann aufgegeben. Und jetzt haben wir gesagt, okay, dann gehen wir in der Lieferkette zurück und bauen eigene Ressourcen in Deutschland auf. Was nämlich auch ganz wichtig ist, dass die Software geflasht wird hier in Deutschland. Und das machen wir nämlich auch genauso. Ja, super. Ja, dann, Herr Wurzer, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es Freude bereitet. Ich freue mich auf das Tablet. Ich freue mich auch, wenn viele von euch sich für das Wallaphone entscheiden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in einem freien Markt ganz viele unterschiedliche Systeme haben, die miteinander konkurrieren. Das macht ja ein freier Markt aus. Oder einen freien Markt aus und das sorgt auch dafür, dass Software natürlich immer besser wird. Aber auch das finde ich toll, dass natürlich die Kooperation angesprochen wurde, dass es offen ist für andere Entwickler, dort auch mitzumachen, weil auch das ist natürlich das, was die Open Source Community ausmacht, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet, die dann immer besser werden und irgendwann werden wir gar keine Google-Telefone mehr brauchen oder keine Samsung-Telefone mehr, sondern es gibt einfach so viel einfache Software und einfach zu bedienende Software, dass immer mehr Menschen sich dann beim Wechsel dafür entscheiden. Genau, das wäre so die Sache. Gibt es eine Support-E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann, falls es noch Fragen zu dem Video gibt? Ja, das ist hello@wolla.online oder support@wolla.online. Ja. Und am 15. Juni und 16. haben wir unsere Wolla Community Days in Remscheid oder online. Ich freue mich dann auch, mit Interessenten persönlich zu sprechen. Und wer Entwickler ist in der Zuhörergruppe, kann auch kommen. Wir haben einen Hackathon mit Preisen. Und da kommen Sie mit dem Team von Wolla in Kontakt mit vielen Partnern, Kunden, Anwendern. Also herzliche Einladung. Ja, super. Vielen lieben Dank. Also wir schreiben es noch in die Videobeschreibung unten rein. hello@wolla.online war es. Aber wir fassen es alles nochmal zusammen. Vielleicht, Herr Wurzer, schicken Sie mir auch einen Link auf die Support-Seite, also auf die FAQ-Seite und so weiter. Ja. Alles in die Videobeschreibung mit rein. Auch dieses Datenblatt mit den 10 Sicherheitspunkten vielleicht. Das liegt auf GitHub rum. Verlinken wir euch alles und dann könnt ihr direkt loslegen. Vielen lieben Dank, alles Gute. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Und Ihnen alles Gute für die Arbeit. Vielen lieben Dank.